Zu bestiegenen Fahrgäste bitte beachten Sie die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske hier an Bord unseres Zuges. Meine Herren, in den Wagen 255 bis 262 können heute leider keine Reservierungen angezeigt werden. Ich bitte daher Fahrgäste ohne Platzreservierung die reservierten Plätze freizugeben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, ich sitze jetzt schon in Mannheim am Rhein und wir haben jetzt hier noch ein bisschen Zeit und warten auf den nächsten Zug. Gefahren bin ich ja mit dem Natururin, der ist da drüben übrigens. So, ja, da winken wir mal. Genau. So, auf jeden Fall, wir warten jetzt noch irgendwie 20 Minuten ungefähr, dann nehmen wir den nächsten Zug. Und dann bin ich mal echt sehr gespannt, wo es überhaupt genau lang und hingeht und so, weil weiß ich alles noch gar nicht so genau. Auf jeden Fall, ja, ich bin sehr gespannt. Wir sind jetzt in Mannheim reingelaufen und hier, wir haben Helmut gefunden. Jawohl, Prost. So, wir sind jetzt irgendwo hier im Zug. Mehr oder weniger. Den Helmut haben wir auch schon getroffen. Sehr geehrte Damen und Herren, beachten Sie, dies ist der Regionalexpress nach Karlsruhe. Jetzt quatscht er dazwischen, die Kuh. Die Regionalbahn nach Karlsruhe. Ich wiederhole, dies ist der Regionalexpress nach Karlsruhe. Ja. So, auf jeden Fall, wir sind auf dem Weg und unterwegs und so. Helmut ist da. Und ja, ich hoffe, wir kommen da gleich auch irgendwie mal irgendwo an und so, weil das lief alles irgendwie ziemlich durcheinander und ziemlich hin und her und stressig und so. Verspätung haben wir auch und ja, alles mögliche auf einmal. Gut, weiter geht das auf jeden Fall gleich. Jetzt geht hier noch Licht an. So, wir sind jetzt irgendwo in, wie heißt das hier? Landau in der Pfalz. Wunderschön. So, also hier ist das super. So. Richtig, richtig. Wunderhübsch. Guck mal ihn an, zum Beispiel ihn. Genau. Mit 140 Kilo irgendwie alles zusammen. Also wir haben mal eben gewogen. Spitzenreiter, mein Wagen mit, was war das? 46 Kilo. Dann haben wir den Rucksack mit irgendwas mit 23 oder 18 Kilo. Dann haben wir hier den Wagen von Natururin mit nee, 36 waren das oder so. Oder 39. Und dann haben wir noch den von Helmut mit 30 Kilo. Also wir haben ordentlich Gepäck dabei. Es regnet auch ein bisschen inzwischen. So. Und wir müssen noch warten, ungefähr, keine Ahnung, 40 Minuten oder sowas. Oder eine halbe Stunde, bis Bus kommt, mit dem wir noch weiterfahren. Das kann was werden. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Busfahrt. Wir sind irgendwo angekommen jetzt, nachdem wir, ich glaube, jetzt 12 Stunden lang hin und her geeiert sind irgendwo. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Es ist
inzwischen 21:20. So, ja, gestern habe ich nicht sehr viel gefilmt, weil wir waren wirklich eigentlich nur mit Bus und Bahn unterwegs den ganzen Tag. Gestartet sind wir, beziehungsweise bin ich um kurz vor sechs, nee, gar nicht wahr, kurz nach sechs in Bremen-Aumont. Und als wir dann wirklich hier angekommen sind, mit Einkaufen zwischendurch und den einen Bus verpasst und so, waren wir dann, ich weiß gar nicht genau, wann wir den letzten Bus, also aus dem letzten Bus ausgestiegen haben, 19 Uhr oder so ungefähr. Und zwar da unten, irgendwo, wo man es sieht, ja, sollte man sehen, das Busenbach, da sind wir hingefahren. Und das war halt auch schon dunkel. So, man konnte echt nichts mehr so großartig sehen. Auch mit meinem Licht bringt das nicht so viel. Also gut, ich hätte mich selber filmen können, aber ja, viel gemacht haben wir auch nicht mehr. Wir sind dann halt noch irgendwo da quer durch hochgelaufen, auf diesem Berg, beziehungsweise Burgruine Drachenfels heißt das. Ich glaube, ich muss sie so rumstellen, sieht man mich nicht. Burgruine Drachenfels. Ja, haben dann unser Lager da hinten aufgeschlagen und jo, noch was gegessen, gegrillt und dann waren wir auch schon schlafen, so ziemlich. Ja, waren ein bisschen wach und haben gequatscht und so. Ja, und auf jeden Fall jo, sind wir jetzt hier. Wir werden hier noch was essen und dann wollte ich den anderen vorschlagen, da drüben rüber zu laufen. Ich weiß nicht, man sieht man wahrscheinlich nicht. Mal eben selber schauen. Und zwar dort. Da dieser Felsen, der da rauskommt. Aus dem Berg. Oder da hinten. Da so. Da ist auch noch einer. Ja, ist noch mehr. Da hinten ist auch noch eine Burg. Irgendwo. Auf jeden Fall, da würde ich ganz gerne noch rüberlaufen heute. Und dass wir da dann übernachten. So. Ja, ich würde mal sagen, ich zeige euch hier noch mal ein bisschen was. Ja, ich stehe jetzt halt hier oben drauf gerade. Ist ziemlich an der höchsten Stelle. Das hier ist die höchste Stelle, glaube ich. Ja, hier waren bis eben auch noch echt viele Leute. Jetzt ist gerade mal ruhig. Ja, Burgruine Drachenfels heißt das Ganze. Hier ist irgendwie ein Schwimmbad. Whirlpool oder so. Da unten, nee, da stand eben Naturgurin noch. Ja, unten haben wir dann halt irgendwo unser Lager. Ja, gehen wir nochmal hier ein bisschen runter. So. Viele Treppen. Ich hoffe, das geht mit dem Wind. Hier zieht gerade der Wind ganz schön durch. Da unten wird auch was renoviert. Aber gearbeitet haben sie doch heute nicht. Oder bis jetzt auf jeden Fall noch nicht. Mit dem Wetter haben sie übrigens richtig Glück. Ich hatte noch geschaut in Bremen. Da stand bewölkt und für heute sogar Regen. Aber kein Regen. So, da oben war ich eben. Da stand ich drauf. Ja, da. So. Ja, haufenweise Treppen. Man kann überall hier rumklettern und irgendwelche Wege gehen und kommt immer wieder eigentlich an der gleichen Stelle raus. Und zwar, das ist da unten. So, da ist irgendwie der einzige Zugang. Na, da hinten ist noch ein Zugang, aber da ist diese Baustelle. Und hier drüben ist noch ein zweiter Felsen. Den habe ich mir eben auch schon angeguckt. Ich dachte, vielleicht ist die Höhle da ein bisschen größer, aber das ist nur so ein kleiner Vorsprung. Und ja,
Da wird geklettert. An den Seiten sind überall Haken zur Befestigung, um sich zu sichern und so. Ja, so. Gut. Ich werde mir jetzt mal was zu essen machen. Und dann schauen wir mal, was die anderen so sagen, ob die auch Bock haben, darüber zu laufen. Oder was die so geplant haben. Da wäre auch cool. Da hinten. Da oben. Aber da kommt man nicht so gut hin. Also auf Google führt da kein direkter Weg so richtig hin. Ich meine, da hinten auch nicht, aber da kann man, da führt direkt oder ziemlich in der Nähe einen Weg entlang. Ja, da ist der Naturgrün. Ja, so, Akku noch 10%, das geht ja. Guten Morgen. Aufgegessen. Wir haben gerade aufgegessen und wir haben noch ein bisschen Rest Jägermeister dabei. Das ist noch von gestern. Und bevor wir jetzt pennen gehen, wobei Helmut, der pennt schon, aber wir stoßen erstmal darauf an. Ich nehme die Flasche. Ich habe keinen kurzen. Geprost. Geprost. Lecker. Ja. Ja. Schmeckt gut. Ja, so. Wir sind jetzt auf der anderen Seite, also bei diesem anderen Berg angekommen. Wir sind schon ein bisschen hier, haben auch schon unser Lager aufgebaut und gerade was gegessen. Ja, ich denke mal, wir werden auch bald schlafen. Der Helmut schläft, glaube ich, schon. Auf jeden Fall hat er eben geschlafen. Natururin sitzt hier auch noch rum. Hat auch gerade was gegessen. Ja, da bin ich mal gespannt, was morgen so passiert. Ich wollte euch ja gerne das Camp zeigen hier, also unser Lager hier zeigen, aber das ist alles einfach viel zu dunkel gerade. Mache ich morgen früh dann.